Jo, was geht ab, meine Lieben? Ich habe gehört, es geht los wieder mit dem Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Jetzt geht das Duell zwischen Akiza und wie heißt die? Misty, genau. Und nicht nur das. Es ist, glaube ich, sie hat, glaube ich, eine Axis, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, ich spiele das Zweite. Misty hat ein Reptilian-Steck, wenn ich mich nicht irre. Okay, was haben wir denn? Was haben wir für famose Rose und der schwarze Rosendrache? Okay. Du kassierst erstmal Schaden. Okay. Ich muss jetzt zwei verdeckte Karten spielen. Angreifen bringt mir nichts, also muss ich den zudecken. Ich habe ja den Spiegelkraftersatz auf dem Feld. Ja, kann mir nichts bringen. Wird mir wahrscheinlich eh nichts bringen. Aber ich kann Dornmauer spielen. Und ja, die kann ich ja nur aktivieren, wenn ein Pflanzenmonster von mir angegriffen wird. Irgendeine Schwerter. Okay. Rosenfee, ja, geil. Der Effekt bringt mir jetzt sehr, sehr viel. Dankeschön, Spiel. Okay, ich greife dich direkt an mit 600. Ah, wie gefällt dir das, Misty? Nein, nicht die Misty aus Pokémon. Nein. Okay, sie hat ein Monster verdeckt gespielt und Bürde. Oh, nein, nicht Bürde des Mächtigen. Na, warum muss das jetzt ausgerechnet so eine nervige Karte sein? Ich glaube, ich gönne mir die Einzelfeuerblüte. Nutze den Effekt. Opfere sie. Und ich beschwöre. Meine große, dicke Pflanze. Ich glaube, ich habe noch den Empfänger. 1800 muss ich leben jetzt. Na schauen. Ah, war klar. War ja klar. So, verbergende Schwerter sind weg. Ich muss jetzt. Ich muss irgendwie versuchen, ihre Bürde zu zerstören. Ich könnte zwar alle Karten vernichten, ja. Aber das würde mir nichts bringen. Das würde mir ja nichts bringen. Vielen Dank.
Ich hätte, glaube ich, den Effekt nutzen sollen. Aber egal. Du kassierst erstmal. Okay. Ich könnte zwar die Einzelfeuerblüte spielen, aber das würde mir nichts bringen. Also würde ich sagen, ich beende meinen Zug. Ich muss irgendwie diese Karte loswerden. Oh oh. Mausoleum. Das gefällt mir nicht. Aufflühende Blumenzwiebel. Okay, da könnte ich den schwarzen Rosendrachen doch spielen. Wegen dieser aufflühenden Blumenzwiebel. Ich glaube, ich nutze auch den Effekt. Und hole mir die Zwiebel aufs Feld. Okay, beschwören wir den schwarzen Rosendrachen. Damit ich ihr scheiß Monster loswerde. So, also ihr kriegt jetzt zwar eine neue Reptilianisch-Karte. Aber okay. Wir müssen jetzt damit leben. Reptilianischer Diener. Okay, Kartenhändler. Okay. Ich kann schon mal Spore verdeckt spielen. Und ich meinen Zug wenden. Okay. Sie kriegt jetzt eine neue Karte. Aber ich kann Spore wieder aufdecken. Hexe der schwarzen Rose. Ist schon ein bisschen cute. Aber ich denke, ich werde am liebsten hier Monster los. Soos. Okay. Das war ja interessant. Okay. Kartenhändler. Ja, okay, es wäre jetzt nicht allzu schlimm. Oh, das ist die Karte, die nicht im Kampf zerstört werden kann. Ich würde sagen, ich ruiniere mal ihren Tag. Ja. Ich kann einfach angreifen. Ich weiß zwar, dass meine Angriffspunkte auf 0 gesenkt werden, aber das ist mir wert. Ich habe noch eine Trumpfkarte. Die ich gerade gezogen habe.
Jetzt wird sie gerade richtig hart hops genommen. Hopp, hopp. Und nochmal der schwarze Rosendrache auf Ehre. Und direkt mal alles zerstören. Mach deinen Zug, Misty. Hast du da Monarchen? Okay. Dann werde ich lieber die Karte hier los. Mhm. Scherbe der Gier. Also ich hätte jetzt gerne... eine Pflanze, die mir irgendwas bringt, aber nö. Aber Heckenschutz könnte ich benutzen. Okay, die Angriffspunkte meines Monsters sind eh auf Null, also von daher. Ist es okay? Komm schon. Tu mir den Gefallen. Ah, das ist ein Hexer. Aber ich glaube, das kann ich benutzen. Das Monster. Mhm. Stimmt. Ich könnte... einen Effekt von Spore spielen. Okay. Jetzt haben wir das Feld her. Ich habe Stufe 3 und Stufe 4. Ja, dann muss die Rosenfee leider weg. Tut mir leid. Okay, ich nutze jetzt diesmal Mal den Effekt von schwarzen Rosendrachen nicht. Das wäre jetzt ziemlich hart dumm. Obwohl, ich hätte den Effekt nutzen sollen, weil sonst hätte sie zwei Karten gezogen. Und das wäre jetzt nicht gut. Meiner Situation, aber ich... ich bin mal guter Dinge. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was sie jetzt gezogen hat. Okay, Friedensbote, damit kann ich leben. Warte. Ah, es sind Verteidigungspositionen nur auswählen. Ah. Hexe der schwarze Rose. Hm. Ja, ich beende meinen Zug. Also ich glaube nicht, dass die, sie jetzt die Karte jetzt so lange jetzt behalten kann. Wollt mich doch für blöd verkaufen, oder? Solange bei ihr der Friedensbote rumliegt,
Es ist halt gerade ein bisschen blöd. Ich habe ja auch nichts gerade, mit ich den kaputt machen kann. Aber ich muss so oder so wahrscheinlich angreifen. Okay. Ich beende meinen Zug. Warum muss das jetzt so ekelhaft sein? Das finde ich jetzt ein bisschen ehrenlos. Ja, ich glaube, ich spiele den Effekt. Einmal. Ja, ich kann. Könnte ein wichtiger Effekt sein, aber. Ich brauche Karten. Okay. Ja. Das könnte vielleicht die Lösung sein. Die famose Rose. So, verbannen wir jetzt erstmal die hier. Nehmen die Angriff oder halbieren die Angriffspunkte von diesen. Und das hätte ich mir vielleicht ein bisschen durchdenken können. Oder sollen. Okay. Da. Okay. Okay, okay, okay. Ich habe tatsächlich jetzt eine Idee, wie wir das Duell gewinnen könnten. Okay, komm. Komm schon. Komm schon. Wir haben es gleich geschafft. Ja, sie geht in die Endphase. Da. Okay, eines meiner Monster verliert zwar Angriffspunkte, aber ich glaube, wir gewinnen jetzt das Duell. Okay.
Halbieren wir mal die Angriffspunkte. Okay. Du machst einen schönen Angriff. Ich weiß, dass jetzt die Angriffspunkte meines Monsters jetzt auf 0 gesenkt werden. Aber was sie jetzt nicht damit rechnet, ist, dass ich eines dieser Ruf der Gejagten verdeckt gespielt hatte und die Zwielichtsrose-Ritterin spielen kann und dir jetzt schön dein Puff versohlen kann. Und das ist jetzt ein bisschen peinlich. Fuck! Daumen hoch für diesen Fail. das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Was da gerade passiert ist. Uff. Das war sehr, sehr uff. Okay. Aber diesmal jetzt. Dann gehe ich auf Zug beenden. Wie lost kann man bitte als Duellant bitte sein? Okay, aber jetzt solltest du down gehen. Du sollst angreifen. Batz, Junge! Down! So! Die erste Frau haben wir besiegt und als nächstes geht es weiter mit der Götterdämmerung. Und das ist, glaube ich, das letzte Duell der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! 5Ds. Schaltet auf alle Fälle wieder ein, es wird definitiv spannend, wo wir gegen diesen geheimnisvollen Duellanten fighten werden. Also bis dann und ciao, meine lieben.